Ich habe über 5 Jahre gebraucht und bin über 6 Mal mit verschiedenen Businesses gescheitert, bis ich es geschafft habe, meine erste Million zu verdienen und eigentlich das erste Mal wirklich Urlaub zu machen. Und in diesem Video möchte ich dir mal einige Lektionen mitgeben, die ich gelernt habe, die essentiell wichtig sind, dass es okay ist zu scheitern oder sogar auch super, super wichtig, um daraus zu lernen, um dann ein wirklich erfolgreiches Business zu führen. Also, wie ich schon gesagt habe, ich bin über 6 Mal schon gescheitert mit verschiedenen Businessmodellen. Und im Laufe der Zeit schaut man so zurück und denkt sich, hey, was man alles schon gemacht hat. Und ich kann dir sagen, jedes Business, jedes Mal, wo ich gescheitert bin, war essentiell wichtig, um dahin zu kommen, wo ich heute stehe. Und ich habe angefangen vor über 7 bis 8 Jahren jetzt schon in meiner unternehmerischen Karriere. Und damals, wenn ich ehrlich bin, hatte ich überhaupt keine Ahnung. So, und habe angefangen, irgendwelche Videokurse zu verkaufen. Ich wollte sagen, hey, ich will passives Einkommen haben. Das ist total cool, ich will reisen. Und will Leuten erklären, wie sie ein Business aufbauen können, obwohl ich das selber noch gar nicht richtig gemacht habe. Und das führte dazu, dass ich stundenlang, wochenlang, monatelang in diesen Videokurs investiert habe, dachte, dass der richtig gut war. Und dann habe ich einen einzigen davon verkauft. Also ich habe tausende Euro da rein investiert, habe einen einzigen davon verkauft und habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, meine erste Lektion, hey, passives Einkommen, so wie das immer online kommuniziert wird, erstens gibt es das nicht richtig, zumindest nicht, wenn man Menschen coachen möchte und man erstmal Ahnung haben muss, wie das geht, diese Sachen zu verkaufen. Das war meine allererste Lektion, dass ich nicht richtig gut verkaufen kann und dass ich diesen Gedanken von passivem Einkommen eigentlich mal direkt vergessen sollte. Der zweite Gedanke war, dass ich dachte, hey, wenn ich jetzt einfach noch nicht das Vertrauen habe von meinen Kunden, dann hilft es vielleicht mega, einfach ein Buch zu schreiben. Das heißt, das wäre eine mega geile Art und Weise. Ich schreibe ein Buch, die Leute denken sofort, hey, ich bin ein Experte, ich habe viel zu sagen. Und weil das so geil geschrieben ist, werde ich Zehntausende von diesen Exemplaren verkaufen. Und das Endergebnis war, dass ich glaube, 500 von diesen Büchern verkauft habe. Und dass ich noch nicht mal Geld damit verdient habe, denn mein Plan war es, Leads einzusammeln durch diese Bücher und dann den Videokurs zu verkaufen, den ich davor produziert habe. Und es hat auch nicht funktioniert. So, weil einfach ich auch überhaupt keinen Expertenstatus im Markt hatte, weil ich irgendwann gemerkt habe, hey, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, habe ich diese Fähigkeiten auch noch nicht. Das heißt, ich sollte noch gar nicht in einer Position sein, anderen Menschen das überhaupt beizubringen. Und das führte dazu, dass ich dann auch gesagt habe, hey, vielleicht bin ich noch nicht so weit, vielleicht kann ich Coaching noch gar nicht machen, vielleicht kann ich anderen Leuten noch gar nicht so viel helfen. Also habe ich gesagt, hey, ich mache jetzt mal was ganz anderes und bin in Systemvertrieb gegangen. Das war mein drittes Business, wo ich gesagt habe, hey, das hört sich mega geil an, mega verlockend, da gibt es sehr viele Leute, die sind am Reisen, verdienen viel Geld und dort kann man gut verkaufen lernen. Das war mein Main-Fokus. Und dann habe ich es 2 Wochen oder so gemacht, habe Tausende von Euro da rein investiert und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Leute, die in diesem Business stecken, entweder nicht gut verkaufen können, das heißt, von denen kann ich das irgendwie gar nicht lernen und die hatten auch gar nicht die Intention, mir das irgendwie mega beizubringen. Und zweitens habe ich irgendwie sehr, sehr stark gemerkt, dass das nicht die Sachen sind, die ich verkaufen möchte, dass ich da gar nicht so dahinter stehe, weil das Menschen eigentlich überhaupt nicht geholfen hat. Also es hat ihnen eigentlich überhaupt nichts gebracht. Und dann habe ich das vielleicht einen Monat gemacht, tausende Euro wieder investiert, habe ich gesagt, hey, das ist es auch nicht. Und an dem Punkt, nachdem ich jetzt schon 3 Mal gescheitert war, habe ich irgendwann auch ein bisschen an mir gezweifelt und habe gesagt, hey, vielleicht bin ich auch einfach nicht so der Selbstständige, der Unternehmer, aber ich habe einfach immer daran geglaubt, dass es geht, weil andere haben das auch gemacht. Warum soll ich es nicht schaffen? Und dann habe ich das vierte Business angefangen und habe gesagt, hey, jetzt gründe ich meine eigene Social Media Agentur. Und das war so der erste Schritt, wo das dann mal ganz gut funktioniert hat. Das heißt, dort habe ich dann mal ein Einkommen verdient, wo ich von leben konnte und habe mich wirklich dann sehr, sehr stark darauf fokussiert und war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, jetzt verdiene ich ein paar tausend Euro im Monat, habe auch gewisse Freiheiten, weil ich komplett ortsunabhängig arbeiten kann, aber skalieren kann ich das überhaupt nicht. Dann habe ich gemerkt, ja, ich habe jetzt vielleicht ein paar Kunden gewonnen, aber wirklich gut verkaufen konnte ich irgendwie immer noch nicht, weil meine Kunden so viel Arbeit gemacht haben, aber so wenig Geld irgendwie nur gebracht haben. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt eigentlich mal 2 bis 3 Mal so viel von meinen Kunden verlangen an Geld, ansonsten
kann ich nicht skalieren, ansonsten kann ich nicht mehr Freiheiten aufbauen. Und dann ist Folgendes passiert, und zwar habe ich gesagt, hey, ich bin zu den Kunden gegangen, habe denen gesagt, ich brauche dreimal so viel Geld von dir wie vorher, war sehr confident, weil ich dachte, ich war sehr gut und konnte denen da auch schon bessere Ergebnisse liefern. Und dann haben mir alle gesagt, ja, dann halt nicht. Und dann habe ich alle Kunden verloren. Von einem auf den anderen Tag habe ich alle Kunden verloren. Von 3.000, 4.000 Euro im Monat war ich bei null. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, ich bin schon viermal gescheitert. Ich habe tausende Euro investiert. Ich habe versucht, mich weiterzuentwickeln. Es ist besser geworden. Und jetzt stehe ich schon wieder bei null. Und in diesem Zeitraum habe ich schon mindestens in meiner Selbstständigkeit 3 oder 4 Jahre gearbeitet. Und ich stand komplett bei null wieder. Und dann habe ich gesagt, hey, irgendwie fand ich dieses Modell von dem Agenturgeschäft, wie ich es gemacht habe, nicht so passend für mich. Eigentlich finde ich Coaching super, aber ich muss vielleicht mal anfangen, mir die Fähigkeiten anzutrainieren, zu verkaufen, Menschen bessere Ergebnisse zu erzielen. Und dann habe ich mich wieder auf Coaching fokussiert. Damit, wo ich eigentlich gestartet bin, was dann nicht geklappt hat, bin ich wieder dazu gekommen. Und durch meine Agenturdienstleistung habe ich verstanden, wie ich ein bisschen besser verkaufen kann. Wie ich auch schon sehr, sehr viele Learnings jetzt in den letzten Jahren gemacht habe. Was funktioniert gar nicht? Was habe ich daraus gelernt? Und wie können das Kunden von mir dann besser machen? Und dann habe ich angefangen, die verschiedensten Leuten in den verschiedensten Bereichen zu coachen. Und das hat immer besser funktioniert. Sodass ich davon auch schon besser leben konnte und irgendwie zwischen 5.000 bis 10.000 Euro im Monat verdient habe. Und dann stand ich wieder an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie komme ich hier nicht richtig weiter. Und dann habe ich wieder gedacht, hey, das lief besser, aber eigentlich bin ich schon wieder gescheitert. Und dann ging es zum fünften Punkt über, dass ich gesagt habe, hey, das Coaching, was ich angeboten habe in Form von, ich berate Kunden irgendwie in ein paar Stunden oder Wochenpaketen, habe ich gemerkt, dass das die vollkommen falsche Herangehensweise war, dass meine Kunden vielleicht gar nicht so starke Ergebnisse hatten, sondern dass ich die langfristig betreuen muss, dass ich wirklich ein Training für die bauen muss, was die 1:1 betreut, was die an die Hand nimmt und wirklich die Ergebnisse duplizierbar sind. Und dann habe ich Osterhaus Consulting gegründet. So, und das ist jetzt 3,5 Jahre her. Und gestartet bin ich aber vor 7 Jahren. Das heißt, du siehst jetzt mal, von dem allerersten Jahr bis hin zu 4 bis 5 Jahren bin ich schon 5-mal gescheitert und es hat nie richtig funktioniert. Und nach außen hin sieht das jetzt vielleicht alles immer ganz toll aus, aber in mir drin habe ich sehr, sehr viel auch an mir gezweifelt. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt bin ich schon 5-mal gescheitert, mein Coaching-Business hat schon besser funktioniert. Wie schaffe ich es jetzt, das viel stärker zu skalieren? Von 5.000 bis 10.000 Euro im Monat vielleicht auf 50.000 bis 100.000 und dann von 50 und 100 bis 500.000. Das waren so meine Gedanken. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte mich darauf positionieren, eine Zielgruppe zu betreuen. Fotografen und Videografen, kreative Selbstständige. Und das war das erste Mal in meiner Business-Laufbahn, dass ich gesagt habe, hey, das war so eine richtig, richtig smarte Entscheidung, basierend auf den ganzen Sachen aus der Vergangenheit, wo ich schon gescheitert bin, wo ich gefailt bin. Und dann habe ich gesagt, ich gründe Osterhaus Consulting, mache nur Fotografen und Videografen. Und dann haben wir das Ganze hochskaliert auf bis zu 250.000 im Monat ungefähr. Das hat ungefähr 2-3 Jahre gedauert. Das heißt, dort hat es eigentlich erst richtig angefangen, dass ich so vom Selbstständigen hin zum Unternehmer wurde. Vorher habe ich alles selber gemacht, hatte keine Mitarbeiter, bin 5-mal gescheitert. Und dann stand ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wir machen so 250.000 im Monat und jetzt muss wieder der nächste Schritt kommen. Und dann habe ich angefangen, auf einmal zu sagen, hey, jetzt möchte ich ganz viele verschiedene Unternehmen noch betreuen, möchte Beteiligungen in diesen Unternehmen haben und möchte mich darauf fokussieren. Und das war dann so der sechste Punkt, dass ich gesagt habe, hey, ich hole mir ganz viele verschiedene Businesse, ganz viele verschiedene Fokus und die betreue ich jetzt alle, die skaliere ich alle und dann kommen die ganzen Geldströme einfach nur rein. Und es ist nicht so, dass es nicht funktioniert hat. So, alle Unternehmen, die ich betreut habe, den Joint Venture, sind alle Millionenunternehmen geworden, sind alle 7-stellige Jahresumsätze skaliert. Aber ich habe gemerkt, dass mein Fokus sehr, sehr stark in andere Richtung geht. Das heißt, von nur Osterhaus Consulting auf, hey, ich will ganz viele verschiedene Unternehmen haben. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt,
wo ich nur noch ein einziges Unternehmen betreue, den Fokus nur noch auf Osterhaus Consulting lege. Und nach diesen 6 Lektionen, nach 7 bis 8 Jahren Unternehmertum, stehe ich mittlerweile an einem Punkt, wo wir so 500.000 im Monat machen, das heißt mehrere Millionen pro Jahr. Aber ich kann dir sagen, es war eine lange Reise und nach außen hin sieht das immer alles ganz, ganz toll aus. Aber was man für Ergebnisse hat und wie oft man gescheitert ist, wie viele Jahre man das schon gemacht hat, wie oft man das dachte, jetzt gebe ich auf, jetzt geht es nicht weiter. Wenn du 6 Mal scheiterst, irgendwann denkst du dir, hey, macht das überhaupt noch Sinn? Und meine Botschaft für dich in diesem Video ist einfach, dass du sagst, hey, das ist normal zu scheitern. Das ist normal, du hast es jetzt gesehen, ich bin 6 Mal gescheitert, ich stehe aber immer noch jetzt hier und habe ein Unternehmen aufgebaut, was mehrere Millionen Umsatz macht, habe sehr, sehr stark aus diesen Lektionen gelernt und die sind essentiell wichtig gewesen. Das heißt, hier der Aufruf für dich, wenn du gerade denkst, hey, du bist am Scheitern, gib nicht auf. Wenn du denkst, hey, ich bin jetzt schon 5 Mal gescheitert, gib nicht auf. Wie bei mir kann es nach dem 6. Mal funktionieren. Ich hoffe, dass dieses Video dir gefallen hat und einige Sachen für dich mitgegeben hat. Wenn es das getan hat, dann gib diesem Video sehr, sehr gerne ein Like und ansonsten abonniere den Kanal. Bis dahin, dein Jascha. Ciao.